Ja, hallo, das ist ein Video über die Zahl 35. Ja, wir können durchaus sagen, dass die 35 eine typische Erfolgszahl ist. Wieso? Also was macht diese Zahl ja, so erfolgreich, beziehungsweise wenn man mit dieser Zahl arbeitet oder wenn du vielleicht diese Zahl als Quersumme hast. Quersumme, das ist ja die Zahl, wenn du alle Ziffern deines Geburtsdatums zusammenrechnest, ist übrigens noch wichtiger als die Grundzahl selbst. Also 35 hast du vielleicht. Die Grundzahl übrigens wäre dann die 8, also das, was ja in gewissen Lehren auch als Lebenszahl oder Schicksalszahl und so weiter angeschaut wird, aber wir erachten die Quersumme noch als wichtiger. Auf alle Fälle, die 35 besteht aus der dynamischen motorischen 3 und aus der einflussreichen, eben erfolgsbetonten 5. In der Astrologie entspricht das dem Jupiter-Prinzip. Also das ist eine gelungene Kombination, also Tatendrang, Tatkraft, Entwicklungskraft, Wille, was mit der 3 zu tun hat, zusammen mit der 5, also der Einfluss, die Führung, Macht, Erfolg, Glück, vor allem mal irdisches Glück, materielles Glück, aber dann kann es auch anderes Glück bedeuten. Aber das sind zwei typisch männliche Zahlen, das ist eine typisch männliche Zahl, die 35, also wo es darum geht, in Aktion zu treten, zu tun, zu machen, Nägel mit Köpfen zu machen. Ja, wir können auch sagen, es ist eine typische Managerzahl. Also das Management betonte die 5. Die 5, also die hintere Ziffer, färbt sozusagen auf die 3. Also alle Zahlen von 30 bis 39 kennen ja die Aufgabe 3. Also diese Entwicklungs-, also die Aufgabe, dies und das zu entwickeln, aufzubauen, sich auszudehnen, auszubreiten. In dem Sinne Freiheit, Unabhängigkeit zu erfahren, aus allen möglichen fixen, festen Rahmenbedingungen rauszukommen, ja, zu tun, zu schaffen, zu machen, als die 3, die motorischste, die dynamischste Komponente, also aller dieser 10 Grundkräfte, die es gibt, ja, und eben jetzt die 5, die das Wie zeigt, also die Hinterziffer zeigt das Wie. Also die 3, das Tun in eine erfolgreiche Bahn leiten. Oder wir können sagen, das ist die Zahl des erfolgreichen Tuns oder Machens oder Managens, Umsetzens. Also sie hat sozusagen natürlich dann auch eine praktische Richtung, die 35, also dient sehr gut dazu, eben etwas erfolgen zu lassen, zu verwirklichen, zu manifestieren. Es ist eben auch eine typische Führungszahl, Einflusszahl, eben weil die 5 da eine große Färbung hat. Also mit der 5, ja, mit der 35, also da kann viel bewirkt werden. Jetzt, wenn die 35 zum Beispiel als Quersumme steht, könnte man auch sagen, das sind dann die Impulse, die du vor allem zuerst für deinen Kopf, für deinen Geist erhältst. So, und wir können auch sagen, die 35 ist eine Zahl des Geordneten, des konzeptionellen Tuns. Also es ist eine gewisse Form, eine gewisse Ordnung, eine Organisation dabei. Das ist mit der 5 und eben das Tun, das Machen, die Aktion, der Wille, das ist ja dann die 3. Also da kann sehr klar, kann da dies und das entwickelt, vorwärts gebracht werden, ist also eine Zahl, wo es darum geht, nach außen dies und das in die Sichtbarkeit, in die Manifestation, in die Umsetzung zu bringen. Es ist weder Kopfzahl noch reine Praktikerzahl sozusagen, also die 3, ja, das ist eine typische Kopfzahl, das ist ja
Die drei, das ist ja die Kopfzahl des Verstandes, Verstandeskopfzahl, Willenskopfzahl, genau so. Und die fünf, das geht halt dann schon in die praktische Richtung, wie eben alle Zahlen 5 bis 8, besonders eben mit dem praktischen Bereich zu tun hat. Also und ist dort in der 5 ist das Praktische drin, und so ja, hat eben die ganze Zahl oder erreicht eine praktische Färbung. Also ist so eigentlich von der Wirkung her weniger eine Kopfzahl, mehr eine Macher-Umsetzungspraktiker-Zahl. Die 35, die kann auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielen, was das Gesellschaftliche, das hat ja dann wieder vor allem mit der 5 zu tun, also wie soll es in der Gesellschaft aussehen, Recht, Ordnung, Gerechtigkeit, Glauben, halt sowieso einfach das öffentliche, das gesellschaftliche Leben, auch Wirtschaft, Politik, dann oder die 5, das hat natürlich immer auch dann mit den Finanzen zu tun. Es ist durchaus eine Bodenständigkeit drin in dieser Zahl. Man könnte jetzt sagen, ja, okay, also ist das nicht ein bisschen auch polar, die ganze Geschichte in der 35, die 3, die da diese Ausdehnung, Ausbreitung wünscht, also mit der 3, wo es darum geht, ja, alle möglichen fixen, festen, rahmenbetonten Bedingungen zu verlassen. Und dann kommt die 5 ans Einfluss, die 5, die ja eher so das Bewahrende, das Traditionelle und eben Bodenständige betrifft. Ja, das tut sich nicht weh, also diese beiden Zahlen zusammen, kann schon sein, dass, also es ist sicher ein Unterschied zum Beispiel zu 39 oder 33, wo das dann komplett gegeben ist, also das mit dieser Ausdehnung, Ausbreitung, man könnte sagen, bei der 35 ist das vielleicht ein bisschen gedämpft oder eingeschränkt, oder also dieses Ausdehnen, Ausbreiten, Entwickeln aus allen möglichen fixen, festen Rahmenbedingungen raus. Ja, genau, da könnte man so sagen. Aber ohne, es ist deswegen aber nicht ein Spannungsfeld, also das hält sich alles in Grenzen. Genau. Ja, also die 35, eine extrovertierte Zahl. Ich habe gerade so lustig geschaut, da flog gerade eine Fruchtfliege, ja, umher, also genau, die sollte nicht hier drin sein. Gut, also, was gibt es sonst noch zur 35 zu sagen? Übrigens, ich spreche das immer ganz frei, ich habe vorher wegen der Zeit geschaut, ungefähr 10 Minuten pro zweistellige Zahl. Also ich habe ja, wie du weißt, ich habe ja schon ein umfangreiches Zahlenlexikon geschrieben, also die Beschreibung über jede Zahl sehr ausführlich, also auch über die Zweistellen. Aber diese Videos, das ist einfach eine nette Ergänzung zu dem Buch, und es kommen manchmal auch neue Impulse dazu, weil das Buch habe ich jetzt auch schon wieder einige Jahre, also ist seit der Veröffentlichung ist einige Jahre her, und da kann eben auch Neues kann dazukommen. Klar, es können auch Dinge vergessen gehen jetzt beim Gespräch, wenn ich mir nicht alles fein säuberlich notiere, da was ich sagen möchte. Aber normalerweise was Zahlen anbelangt, bin ich im Fluss, und das Wichtigste wird dann gesagt. Oder? Also das, wenn du kannst die 35 auch sonst natürlich irgendwo an wichtiger Stelle haben, nicht bloß als Quersumme, zum Beispiel im Jahrgang, zum Beispiel kannst du das als Namenszahl haben, vielleicht ist es in der Hausnummer drin, vielleicht ist es in der
Handynummer, die 35 oder sonst wo, oder deine Lieblingszahl. Du kannst sie sowieso, du kannst die 35 zu einer Lieblingszahl machen, wenn du willst. Also wenn du Gefühl hast, ja, also so viel Power und so viel Einfluss wie die 35 hat, ja, das ist faszinierend. Also mit dieser Zahlenkraft, mit dieser universellen Zahlenkraft, da möchte ich arbeiten, das gefällt mir. Also du kannst dich durch jede Zahlenkraft inspirieren, helfen, in dem Sinne auch treiben oder antreiben lassen. Gut, treiben, antreiben hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber also du kannst da mit jeder Zahl, wenn du möchtest, eben arbeiten, je nachdem, was du eben damit erreichen möchtest. Ja, das wär's über die 35, falls du was dazu schreiben möchtest, eine Frage hast, oder zur 35 oder zu den Zahlen generell, einfach schreiben, es hat genug Platz. Danke für deine Aufmerksamkeit.